Herzlich willkommen von der Intersolar 2021 aus München. Ich habe hier heute zu Gast den Christoph Panhuber von der Energie AG. Wir nutzen heute auch die Gelegenheit, den Christoph einmal zu befragen. Es wird gerade ein großartiges Projekt ganz in der Nähe von Linz errichtet. Und jetzt würde ich ganz gerne mal den Christoph fragen. Christoph, was waren so die Hauptgründe für die Energie AG? Warum habt ihr euch für Huawei-Produkte entschieden? Ja, also wir erweitern gerade unsere Anlage in Eberstal-Zell um 3 Megawatt, gute 3 Megawatt. Und wir haben dann natürlich genau die Auswahlkriterien festgelegt. Und letztlich sind wir überzeugt geworden von Huawei durch die Größe der Wechselrichter. Die Leistungsklassen sind genau so, dass sie einerseits eine sehr große Skalierung erlauben und andererseits aber noch durch uns selbst servicierbar sind. Das heißt, wir brauchen keinen externen Dienst. Und noch dazu das technische Feature, dass mit dem M-Bus-System eine verkabelungsfreie Datenkommunikation möglich ist. Das hat uns natürlich dann noch einmal die letzte Bestärkung gegeben. Okay, und jetzt einmal abgesehen von den technischen Features, die euch überzeugt haben, Christoph, gibt es dann auch noch ein anderes Merkmal? Du hast den Service auch angesprochen von den Wechselrichtern, von der Größe, dass man das noch selber servicieren kann. Sprechen wir auch noch einmal kurz über den Service. Was hat euch da besonders überzeugt von den Huawei-Produkten oder speziell jetzt auch SKE als Partner? Ja, also Service ist uns in dem Fall sehr wichtig, weil es einige Neuigkeiten gibt bei dieser Anlage, die auch normentechnisch zu erfüllen sind. Und da ist es ganz wichtig, dass wir jemanden bei der Hand haben, in unmittelbarer Nähe, der uns im Fall des Falles das technisch, was nicht sofort klappt, unterstützt. Und da sind wir überzeugt und haben das auch in der Vergangenheit so erlebt, dass das durch SKE gewährleistet wird. Super. Bedanke mich, Christoph. Ja. Vielen Dank.